Bon, on va dire Wantanara. D'abord, Wantanara, c'est dit en Soussou, la langue guinéenne. Ça veut dire on est ensemble, on est tous ensemble. Et avec cette idée-là, moi aussi, je suis arrivé ici à Leipzig, à travers Roberto, pour donner une autre vision d'être ensemble. Ich bin Roberto von dem Künstlerkollektiv Wantanara Leipzig. Ich bin einer der Künstler von dem Kollektiv. Wir machen Kunst und vor allem verschiedene Art von Darstellung mit Kunst, also sprich Musik, Tanz. Und mit Musik und Tanz sind wir jetzt, sag ich mal so, im klassischen Sinn auf einer Bühne, aber in eher nicht so klassischen Sinn als beteiligten Dozenten bei Projekten, zum Beispiel mit Kindern oder Jugendlichen in Schulen, Jugendclub oder Festivals, Stadtfesten. Ja, wir lassen uns von westafrikanischer Musik inspirieren, von der Djembe-Musik, weil auch die Djembe, sage ich mal, nicht nur in Guinea zu Hause ist, sondern eigentlich auch in ganz Westafrika. Moi, je m'appelle Lancé Diubaté de la Guinée qu'on a créée, et je suis théiste, musicien et griot et un petit-fils du griot. Die Musik und die Kultur sprengen die Grenzen, die durch das kolonialen Handeln sozusagen gezogen worden sind. Künstler sind im Westen oder in Leipzig im Allgemeinen. Das ist ein treibender Motor, würde ich mal so sagen, schon seit den 90ern. Das, was mir so an Leipzig so gefallen hat, und deswegen bin ich auch hier geblieben, es war nicht immer alles picobello sozusagen. Ne? Und dass es nicht picobello ist, als nicht, dass es nicht gut ist sozusagen. Das ist einfach nur sind andere Werte, die dahinter stecken. Und das sind mehr vielleicht die Funktionalitäten von Straßen, Räumen, die wichtiger sind, als wie sie aussehen. Paya paya, sungurulu kasimaji, imakode, ah.